So, ein bisschen hungrig sind wir jetzt mittlerweile auch. Und durstig ebenfalls. Moment mal, wir könnten noch einmal gucken, ob wir nicht noch was dabei haben. Wir haben noch was dabei. Sehr schön. Und mit diesen Worten begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Season Unending. Wir sind hier im Sleeping Giant Inn, der Taverne von Riverwood. Und wir fragen besser mal Orkner, ob der nicht noch was zu essen hat. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Drink for the thirsty, food for the hungry. So, ich würde mal sagen, irgendwie so eine Art Suppe oder... Oh, das nehmen wir uns. Das nehmen wir uns. Sehr schön. Und dann... Die Flasche geben wir mal wieder ab. Und dann hat er doch hier noch einen Nordmate. Genau. Nehmen wir auch noch. Mhm. Jo. Gut, dann würde ich doch mal sagen, essen wir das noch einmal. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel gegessen. Aber das ist nicht schlimm. Zu viel zu essen macht uns nur ein kleines bisschen langsamer und wir müssen nicht unbedingt schnell sein. So, es ist immer noch so ein trübes, dunkles Wetter. Was hatten wir jetzt eigentlich an... Tragfähigkeit 8 von 15. Die Flasche könnten wir eigentlich mal am Fluss auffüllen. Dann haben wir etwas Wasser, wenn wir mal wieder durstig sind. Und dann müssen wir hier nicht irgendwie was kaufen. So. Was macht denn der Junge da? Warum steht er denn hier einfach so herum? You're new around here, so I'll go easy on you. But don't get on my bad side. Ach so. Wir müssen irgendwas machen. Sonst kommen wir hier in diesem Spiel nicht weiter. Da vorne ist doch was, oder? Ist da nicht eine Schlammkrabbe? Ja. Mal gucken, ob wir die erwischen. Ob wir die... Ich würde mal sagen, wir nehmen da aber nicht unseren Stahldolch. Das machen wir mit bloßen Fäusten. Denn wenn wir den Stahl durchnehmen, dann verbrauchen wir Ausdauer. Und ich weiß nicht, wie viel diese Schlammkrabbe aushält. Deswegen nehmen wir lieber vorsichtshalber unsere Fäuste. Nicht, dass wir uns hier völlig verausgaben und dann macht ihr uns fertig. Und da hat sie uns. Okay. Das war jetzt ein bisschen komisch, aber... Ja, sowas kann passieren. Also auch so eine einfache Schlammkrabbe hat hier
Ja, genug Kraft, um uns zu töten. Gut. Dann. Aber wir bräuchten eigentlich wirklich einen Bogen und ein paar Pfeile. Dann könnten wir hier auch aus der Distanz irgendwie angreifen. Oder Magie. Magie könnten wir natürlich auch benutzen. Aber wir fragen vielleicht erstmal. Whatever you need. By Ysmir, if it's simple and strong, I can forge it. Wir fragen erstmal nach einem Bogen. Take a look. Mal gucken. Der hat immer noch diesen Hunting Bow, der ist eigentlich ein bisschen zu teuer. Für meinen Geschmack. Pfeile brauchen wir auch noch nicht, weil wer weiß, ob wir überhaupt einen Bogen bekommen. Einen Bogen holen wir uns erst, Pfeile holen wir uns erst, wenn wir einen Bogen haben. Aber vielleicht haben die im Trader. Vielleicht haben die da ein paar. Mal gucken. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Take a look. So. Er hat auch nichts. Er hätte nur eine Woodcutter's Axe, aber die brauchen wir nicht. I better get back to cleaning the store. What a mess. Gibt's doch nicht. Müssen wir wohl irgendwo anders hin, ne? Huh? Vielleicht nach Falkreath wieder. Vielleicht gibt es da ja irgendwie jemanden, der uns einen Bogen verkaufen kann. So einen ganz einfachen. Wer weiß, wer weiß. Wir brauchen auch vor allem einen leichten Bogen und es gibt leichte Bögen. Aber der Jagdbogen zum Beispiel, der wiegt 7 Einheiten von was auch immer. Und es gibt einen noch leichteren Bogen. Der ist zwar ein bisschen schwächer, aber der ist vor allem leichter. Der wiegt nämlich nur 5 und das ist ja schon ein ziemlich guter Vorteil. Da sind immer noch die Wölfe. Okay. Müssen wir uns hier mal entlang schleichen. Wir kommen hier nicht hoch, das gibt's doch nicht. So. Meine Güte. So. Jetzt haben wir's. Wir verbrauchen hier unsere ganze Ausdauer, das ist nicht gut. So.
Ja, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's wirklich dunkel. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht irgendwie müde werden. Denn wir sind schon ein bisschen müde. Aber noch geht das. Aber wenn wir richtig müde sind, dann können wir nur noch gehen, weil wir noch nicht ausreichend Traglast haben. Also Tragfähigkeit meine ich. Und wenn wir dann müde werden, dann geht das auf null. Dann können wir nur noch gehen. Da wär das doch schön, wenn wir das irgendwie verhindern könnten noch. Wenn wir schnell genug noch nach Fogbreath kommen. Um dort eben nochmal zu schlafen, ne? Das sind Banditen. Ein Skever. Das ist nicht gut. Kommen wir an dem irgendwie vorbei? Oh, verdammt. Bleib bloß weg von mir. Oh. Oh, der hat uns erwischt. Der hat uns wirklich erwischt. Da läuft er. Verdammtes Vieh. Ach. Ich glaube, wir müssen ins Wasser fliehen. Ich glaube, anders geht das nicht. Oh, verdammt. Oh. Oh. Da habe ich mich doch wirklich erschrocken. Da habe ich mich doch wirklich erschrocken. Aber gut, jetzt. Meine Güte, was ist nur los jetzt mit meinem Hals? Müssen wir nochmal versuchen. Ah, vorsichtig arbeiten, ne? Meine Güte, das ist aber... Naja.
Sind die jetzt etwa da hinten? Die Wölfe. Oh. Oh. Das gibt's ja nicht. Dass die Wölfe da hinten sind. Oh Mann. Müssen wir irgendwie anders laufen. Jetzt heißt es erstmal hier den Fluss entlang. Ans Ufer. So, vorsichtig hier hinunterklettern. Und dann... Dann müssen wir, glaube ich, hier oben lang, ne? An der Seite vom Fluss. So. Na, und dann müssen wir eben durch den Edenaltersee schwimmen. Anders geht das eben nicht. Sind da jetzt auch welche? Das gibt's doch nicht. Oh, wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Meine Güte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nee, ich glaube, wir lassen das erstmal. Ah. Aber Moment mal, wir könnten uns doch eventuell eine Fackel holen, oder? Hat Luca nicht vielleicht eine Fackel dabei? Also im Angebot? My sister Camilla or I will be happy to help you. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Hier irgendwo weiter unten? Nee. Er hat nur so einen einfachen Umhang. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Damn, was anderes können wir auch nicht gebrauchen. Ach, wisst ihr was, dann... Da sollten wir vielleicht das Pferd einmal nehmen? Nee. Es gehört doch bestimmt hier jemandem, oder? Können wir mal nachgucken. Steel. Ja, das gehört hier irgendjemandem. Wem wohl, hm? Naja. Nee, dann müssen wir uns jetzt erstmal ins Inn begeben und ein bisschen schlafen. Ich glaube, das wäre jetzt erstmal das Beste. You're that visitor been poking around. Sure thing. It's yours for a day. Gut, dann... Ja, anders geht das halt nicht. So, was hatten wir jetzt eigentlich noch? So. Wir bleiben in unserer Kleidung, das geht schon. Das geht schon. Und dann werden wir mal 6 Stunden schlafen. Mal gucken, was dann ist. Vielleicht kommen wir ja dann doch noch nach Forkweed. So, jetzt sehen wir zwar auf unsere knolligen Füße, aber so. Jetzt nicht mehr.
Hoppala. Hoppala, da haben wir uns hier eingeklemmt. So. Und ich glaube, ja. Ja, wir haben wieder Durst und... We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Drink for the thirsty, food for the hungry. So, mal gucken. Der ist doch eigentlich ganz gut. Der erhöht außerdem noch unsere Stamina über die Zeit. Den nehmen wir. So. Until next time. Der ist sicherlich nützlich, gerade jetzt, wenn wir hier... Obwohl, wir nehmen jetzt erstmal noch... Talk to Delphine. Etwas Wasser. Of course. Und nochmal eine Kleinigkeit. Drink for the thirsty, food for the hungry. Nochmal eine Kleinigkeit zu essen. Irgendwas Kleines. Hat doch hier vielleicht irgendwas. Eine Sweet Roll, genau. Die nehmen wir noch. All right then. Und dann wird langsam das Geld knapp. So, nehmen wir erstmal die Sweet Roll und waren wir es da. Uns wird das Geld knapp. Langsam, aber sicher. Müssen wir irgendwas gegen tun. Ah, bewölkt, aber zum Glück. Zum Glück strahlt das Licht von den Monden noch durch die Wolkendecke. So dicht kann das also nicht sein. Nee, da vorne, da sehen wir den doch. Da sehen wir sie noch. Schön. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht doch hier irgendwie noch vorbeikommen. Das wäre ja was, ne? Wenn das nicht ginge. Müssen wir nur darauf achten, dass da vorne die Wölfe noch sind? Ja, ja, da vorne sind sie. Gut. Weil dann sind sie nämlich nicht irgendwo anders und hier können wir sie noch umgehen. Na, ich denke mal, wir können eigentlich laufen. Wir haben ja diesen Eintopf, ne? Da macht das eigentlich nicht so viel aus, wenn wir jetzt laufen und unsere ganze Ausdauer verbrauchen. Die kriegen wir ja locker wieder. Was ist denn das? Oh, oh.
Geist eines kopflosen Reiters. Und Jorn hat eigentlich immer gedacht, diese Legende wäre nur ausgedacht. Aber hier ist jetzt kein Skeever. Das ist doch schön. Oder war das nur Einbildung? War das jetzt bloß eine Einbildung, weil wir uns hier zu viele Sorgen gemacht haben? Was hier passieren könnte auf dem Weg oder... Weil es jetzt so Nacht ist irgendwie, weil das ein bisschen unheimlich ist vielleicht? Man weiß es nicht. Da vorne sind Wölfe. Oh nein. Aber wenn die jetzt diesen Hirsch verfolgen, vielleicht laufen die dann irgendwo weg. Nee, da vorne ist noch einer. Vorne ist noch ein Wolf. Ich glaube, wir müssen mal wieder irgendwie hier in den Fluss laufen. Habe ich so das Gefühl. Der sieht uns. Okay. Oh, hier wird das Wasser ziemlich tief. Wir wollen hier nicht schwimmen, liebe Freunde. Das wollen wir nicht. Da vorne sind Banditen. Verdammt. Müssen wir wohl noch ein bisschen weiter schwimmen. Das Problem ist, dass wir jetzt keine Ausdauer haben. Wenn wir jetzt angegriffen werden, dann können wir nicht wegsprinten. Vielleicht sollten wir unseren Eintopf nehmen. Okay. Hier fliegt gerade ein Flugzeug vorbei. Ich weiß nicht, ob man das hören könnte. Irgend so eine Propellermaschine. Brummt hier über den Himmel. Da ist doch was. Kämpfen die etwa? Liebe Freunde, da mischen wir uns nicht mit ein. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal einen Bogen bekommen. Hier wird auch gekämpft. Oh, verdammt.
Das sind die Skelette. Nee. Da müssen wir fliehen. Haben wir sie jetzt abgehängt? Ich habe jetzt nicht nachgesehen. Ich habe jetzt auch nicht oben links nachgeguckt. Aber... nee. Jorn schneidet immer noch so eine Fratze. Ah, jetzt. Naja, wir sind gleich in Falkreath und, wir waren auch schon wieder lange unterwegs jetzt, ne? Es ist jetzt, 3:10. Oha. Okay, wir sind wieder da, wir sind wieder in Falkreath. Das ist doch gut, und die Wachen sind auch noch wach. Na, müssen auch Wache halten. Staying safe, I hope. Gut, vielleicht, sollten wir ins Inn gehen. Come on in. Let me know if you need anything. Or take a seat by the fire and I'll send someone over. Mhm. Ja gut, also schlafen müssen wir natürlich jetzt eigentlich nicht. Deswegen würde ich mal sagen, setzen wir uns hier einmal hin. At some point we should hire Tekla on here. Look alive, if she could just spend less time. Yes, Mom. Okay, jetzt. You want a drink? Nein, das wollen wir eigentlich nicht. Shores Bones, handsome man in Falkreath. Bleibt ihr jetzt hier etwa die ganze Zeit vor uns stehen? Okay, sie geht schon. Dann, ja, rasten wir hier einmal so ein bisschen. So. Jetzt haben wir es 7:04. Wir sind ein bisschen durstig, ein bisschen hungrig geworden. Dann gehen wir nochmal nach vorne. Und holen uns etwas, zu essen. Welcome to Dead Man's Drink. Let's sate that appetite, Oh, der wäre natürlich auch schön. 20 Punkte mehr Tragfähigkeit für 900 Sekunden. 900 Sekunden, das wären 15 Minuten. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo etwas finden, was richtig wertvoll ist und wir sind ja zu schwach, um das zu tragen, dann könnten wir den vielleicht einmal essen, hinlaufen und das dann wieder zurückbringen. Also zum Beispiel. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen sowas. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me.
So, und den essen wir jetzt natürlich. So. Oha, und das Wetter soll sich jetzt noch weiter verschlechtern. Hat uns unser... die eine Nachricht gesagt. Das ist ja nicht so geil. So, wie sieht's denn hier eigentlich beim Schmied aus? Ist er schon aufgestanden? Oder... nee. Der Schmied schläft noch in seinem Zimmerchen. In seiner Hütte. Und es fängt an zu regnen. Toll. Die Grey Pine Gurt sind auch noch geschlossen. Aber was machen wir dann? Ich würde mal sagen, um 8 Uhr schauen wir nochmal nach. Bis dahin arbeiten wir mal hier vorne. Ach, er ist auch schon da. Jetzt holt er sich die Erfahrungspunkte. So. Sechsunddreißig haben wir sie jetzt schon. Ja, ich weiß, das regnet hier einfach durch. Es gibt zwar ein paar Mods, die das irgendwie ändern, dass wir halt Regen-Clipping haben. Also, dass das nicht irgendwie durch Objekte durchgeht, aber die beste Mod, die ja, sah ein bisschen komisch aus. Die hat zwar wunderbar funktioniert, aber die sieht einfach ein bisschen komisch aus. Es gibt noch Mods, die modifizieren hier dann das... die Positionen, an denen der Regen überhaupt auftreten kann. Es sieht ein bisschen komisch aus. Außerdem ist das nicht so gut für den Spielstand und so. Da soll es ein paar Probleme mitgeben, also technisch. Na, und die beste Mod, die das halt am besten macht, irgendwie ohne irgendwie sowas hervorzurufen, so Probleme, die sieht ein bisschen komisch aus. Und da weiß ich noch nicht. Da weiß ich noch nicht, ob wir die einsetzen sollen. Gut, ich denke mal, ein oder zwei von diesen Baumstämmen können wir nochmal auflegen. Wir haben es jetzt 47. Also die Zeit fliegt hier davon wie... auch wie sonst was, ne? So, Poland, dann leg mal den Hebel um.
Ah, da habe ich zu früh geklickt. Okay, jetzt macht das. Schön. Schön, schön. Dann schauen wir noch mal kurz nach, wie viele Erfahrungspunkte wir mittlerweile haben. 1200 irgendwas. 27. Und ich denke mal, weil wir uns noch einen Bogen holen wollen, nehmen wir ein Level in Archery. Im Bogenschießen. So. Jetzt haben wir es 8 Uhr und ich würde mal sagen, wir gehen mal los und schauen, ob hier denn nicht einer von denen jetzt mittlerweile geöffnet hat. Der Schmied hat schon mal geöffnet, das ist doch sehr gut. Vielleicht hat er einen Bogen zu verkaufen, deswegen sind wir ja hier. Steel's good, but loyalty's better. I'm loyal to Dengir first and the Empire second. Looking to protect yourself or deal some damage? Der hat auch nur diese Jagdbögen. Was ist denn hier los? Hm? Die sind doch so teuer. See me at my forge if you need arms or armor. Uns geht auch das ganze Geld dabei aus. Ja, vielleicht haben die hier ja offen. Ja. Das ist doch schön. Well met. Unlike my brother, I've no dislike of strangers. Met lots of them while I was a Stormcloak. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Und du hast auch keine. Ah. Dann geben wir mal erstmal diese Dingens ab. Leere Flasche. Steal anything from my shop and you'll regret it. Ah. Nee, liebe Freunde, wisst ihr was? Dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt mit dem Jagdbogen. Auch wenn er so verdammt teuer ist und auch wenn der ja, relativ schwer ist. Wir machen es jetzt. Only a hearty soul travels the road these days. Looking to protect yourself or deal some damage? Tja, jetzt haben wir nur noch 30 Goldstücke. Aber Pfeile brauchen wir auch. Ah. Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal 5. Good steel's worth every septum. Remember that. Gut. Naja, jetzt haben wir wenigstens etwas. Ja. Ja, das geht doch. Muss gehen, muss gehen. Wir haben ja keine andere Wahl. Ich würde mal sagen, wir wärmen uns nochmal im Inn auf. Ja, vom Regen auch so ein bisschen. Ist ja recht ungemütlich da draußen. Wärmen wir uns hier nochmal auf. Setzen uns auch nochmal hin, regenerieren unsere Ausdauer. So. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ach. Werde ich mal kurz auf die Uhr gucken.
Ah, okay. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich war auch so intelligent und hab mir die Uhr schön weit weggelegt, dass ich da nicht einfach so rankomme. Aber gut, ein paar Minuten haben wir noch. Und ich würde mal sagen, in diesen paar Minuten werden wir unseren neuen Bogen ausprobieren, ne? Mal gucken, vielleicht finden wir etwas. Irgendwas Kleines. Und es ist wirklich ungemütlich hier. Im Regen. Naja, vielleicht finden wir etwas. Wie viel Schaden macht er denn jetzt? Wir machen jetzt damit 9 Punkte Schaden, dazu noch die Pfeile. Macht insgesamt 19 Punkte. Ja, das ist eigentlich schon was. Das ist doch schön. Müssen wir hier nur irgendwas finden, was wir erjagen können. Ah, wo gehen wir jetzt lang? Ich würde mal sagen, wir gehen hier lang. Und vielleicht finden wir hier was. Muss ja nichts Großes sein, kann ein Kaninchen sein oder sowas. Obwohl, ob wir ein Kaninchen überhaupt treffen? Wir haben eigentlich noch niemanden im Bogen geschossen. Wer bist du denn? Ich habe mich da eben hingedreht, weil ich was gehört habe und dann... Oh, wer bist du denn hier? Maik wishes you well. So, huh? Maik. Nords are so serious about beards. So many beards. Maik thinks they wish they had glorious manes like it. Hier haben wir aber nichts. Hier finden wir nichts, verdammt. Hier muss doch irgendwas sein. Wir sind jetzt hier nicht hingegangen, um hier mit leeren Händen auszugehen hier. Auszugehen, meine ich.
Ah, die Hürde kennen wir ja. Ah, jetzt haben wir sie aufgeschreckt. Aber okay, sollen sie ruhig da runterlaufen. In Hoffnung, sie würden uns erwischen, ha? Ja, vielleicht verlieren die uns ja mit der Zeit auch. Wir müssen nur warten. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da müssen wir... Da müssen wir hier hochklettern. Nein. Ach so. Und wir sind doch noch gestorben. Na, ja, das ist blöd. Das ist definitiv blöd. Hatten wir jetzt... Ja, wir hatten den Bogen noch. Gut. Na, ja, das ist aber blöd jetzt. Jetzt können wir auch nicht unseren Bogen ausprobieren. Naja. Dann würde ich mal sagen, setzen wir uns hier hin. Und dann lassen wir das für heute erstmal gut sein und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann.